Gott, die Mucke so gut. Ich bin unfähig zu tippen. Ich bin unfähig zu reden, ich bin unfähig zu tippen, ich bin unfähig zu allem. Okay. Bäume. Gut, dass die überall waren. Hat irgendwer anders noch... Oh, warte, lass mich eben zurückgehen. Ich habe noch eine Idee. Und ich erinnere mich gerade an die ganzen Räume, wo am Ende irgendwie die Bäume waren, aber irgendwie nicht, wie ich da hinkomme. Kann ich nochmal tanzen? Sure. Ich will das Herzding haben. Come on. Gott, ich bin so schnell. Ich muss nur die eine treffen, oder? Ja. Frag mich mal, wozu ich jetzt die nächste Runde hier mache, aber... Das war nicht geplant. Ja, pf, mhm. Gott, wie kann man so schnell mit den Hüften wackeln? Ohne Scheiß. War klar. Come on. Reicht das? Wie viel brauche ich für das Herzding? Wie viel? Ich will... I'm confused. Okay. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir Bäume finden. Das Problem ist, dass viele Bäume more dense. Zählt das? Autsch. 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 Komme ich nicht dran?
Ich frage mich immer noch, ob die dicken Goblins hier irgendwie eine Monsterkarte haben. Hier war ich schon, ne? Ja. Halt. Springe ich genau in die Spinne. Das war hier, das habe ich schon. Wow, ich bin derp. Du magst nicht einkaufen gehen, das ist der Grund, warum ich gestern war. Ich frag mich immer noch, wie du da hochkommst. Hier ist halt nichts. War hier eigentlich so noch was? Hier ist nichts. In Bolos Raum ist doch was, oder? Nope. Also zurück nach Arena Town. Ich kann einfach durch die Hütte. Lass mich da einfach dächen. Ist doch viel einfacher. So, gucken, was hier in der Stadt los ist. Das hier war Teleport, ne? Ne, was ist das hier? Gut, ihr könnt hier überall Shit sein. Du riechst nach Strandtag. Was? Bürgermeister versprach uns eine neue Show, aber ich weiß nicht. Der Affe auf dem Sattel, der einen kleinen Hund reitet, ist wohl nicht mein Ding. Was? Okay. Seerosen-Sirene. Eine ultra ernsthafte Super-Seltene. Okay. Was kann? Nee. Angriffe mit der Haarbeite verursachen noch mehr Schaden als zuvor. Na, das ist besser als Krabbelspeed. Meine Stimme tut weh. Okay. Was ist mit dir, Sky? Ich hab bereits zwei der fünften Mädchen gefunden. War wirklich? Ja. Yep. Wirklich. Da hol mich der Teufel. Du weißt, was das bedeutet. Was? Zeit für mich umzudrehen. Okay. Manchmal steht das Wasser still. Irgendwann kann es sogar giftig werden. Wasser reinigen. Okay. Der alte Mann am Strand, er schnarcht mit offenem Mund. Die Möwenmama füttert ihn gern. Okay.
große Ventilator am Strand. Was ist hier Zweck? Vielleicht sollten wir es nicht wissen. Okay, was ist mit dir? Ich mache mir Sorgen um die Wissenschaftler mit Metallfisch, so tief ins Unbekannte zu reisen. Was ist mit dir? Ich hoffe, du setzt mal eine Seamagie sinnvoll ein. Sie hat mir geholfen, Vera zu finden. Vera ist in Sicherheit? Oh gut, ich mag sie. Sie scheint die große Schwester zu sein, die ich nie hatte. Oh. Ich bin nur ermüdet von diesem ganzen Abenteuer. Halte durch. Ich komme wieder, nachdem ich alle anderen gerettet habe. Danke. Jedes Labyrinth in der versunkenen Stadt verbirgt 3 Herzfindenfläche, wie ich hörte. Oh ja, ich habe bestimmt mitgezählt, wie viel ich genommen habe. Wir haben vergeblich versucht, mit dem Festland Kontakt aufzunehmen. Ich werde die Leute irgendwie unterhalten lassen. Zumindest bis zur geplanten Abholung. Was sagt Rotti dazu? Ich weiß, es führt keinen Weg von dieser Insel runter, aber ich schätze, wir werden in der Zwischenzeit versuchen, Spaß zu haben. Was ist mit dem Zombie-Gen passiert? Die werden rechts oben gedrängt. Oh, okay, aber nur wenn ich in diesen Subscreens bin, oder? Also nicht. Das ist ja der Hauptscreen. Wenn ich quasi in den jeweiligen Unterscreens bin. Ja, muss ja schon so. Ja, klar, in den jeweiligen Labyrinthen. Macht Sinn. In den Dungeons, ja. Okay. Was sagst du? Gibt es eine Reisegruppe, die zur Armatron geht? Ich höre, es ist oben auf dem Ostplateau. Ich mochte einige ihrer berühmten Rüstungen anprobieren, bevor ich zu alt werde. Okay. Teleport. So, dann gucken wir doch mal, ob hier irgendwo Bäume sind. Keiner. Hier oben geht es nicht weiter bei Steinen, richtig? Oh, hi. Ja, da komme ich nicht weiter. Wir gehen jetzt erstmal nach rechts. Achso, das ist ja von der anderen Seite. Natürlich. Oh Gott, der Krabbelspeed ist extrem. Holy shit. Oh, warte. Warte. Aha. Da unten doch Kram leuchten. Ich meine, ich könnte jetzt mit dir reden. Na, schon letztes du das. War das gerade, gute Herrin oder gute Frau? Ich bin so wach, wie dass ich das Gefühl habe, mit einem Babyfahrrad Wasserski zu fahren. Direkt zu den Sternen. Oh meine Güte, wie lange sind die Jungs und Mädels schon dort unten? Ich muss die Winde herauflassen und sie hochziehen. Geh nicht über los, sammle kein Geld ein, wie man so schon sagt. Ich bin gerettet, ich habe vor 3 Monaten Brot eingefroren.
Ja, aber ist das nicht nur eine temporäre Lösung? Oh ja, ist alles meine Schuld, ist okay. Okay, ihr seid alle noch am Leben. Wir treffen uns wieder. Diese netten Leute sind meine Mitwissenschaftler. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich wollte mit dem Metallfisch gerade noch tiefer tauchen. Hallo. Wir sind schon an die Oberfläche zurückgekehrt oder ist das Tiefmesser kaputt? Ne, wir sind an der Oberfläche. Schau mal, wer da ist. Willkommen an Bord des Metallfisches. Wie ich bereits erwähnte, unsere Mission ist es, alles über die versunkene Stadt zu lernen. Alle sagen, wir sind verrückt. Dass die unteren Ebenen verflucht sind. Böse Monster, bla bla. Aber wir sagen nein zu konventioneller Weisheit. Also war eine gute Idee. Kommt drauf an, wie viel Brot er eingefroren hat. Ist eine gute Frage. Lass uns zu einem Ort hinabsteigen, eine Weisheit ohne. Was an dem Weisheit ohne Bedeutung ist. Ganz unten in der Nahrungskette. Sure. Das ist bestimmt total sicher. Relax. Du musst dir wegen nichts Sorgen machen. Wenn wir gefahren würden, würde uns der Annäherungsalarm informieren. What's that noise? What's this? Das ist der Annäherungsalarm. Nichts, über das man sich Sorgen machen sollte. Lehn dich entspannt zurück. Ich bin nicht entspannt. Immer mit der Ruhe. Das ist nur Wasser. Was ist das, der beste Freund des Seemanns? Es ist nur. Es schaut vorbei, um Hallo zu sagen. Das ist alles. Und dieser heulende Lärm? Nur eine Kreatur der Natur, die Gabe des Meeres. Sie kommt, um ihren Respekt zu zollen. Mit einer freundlichen, metallknarrenden, rumpfzerquetschenden, freundlichen Umarmung. Er soll verschwinden. Wir sind tot, nicht wahr? So ziemlich. Oh, ich weiß. Wir könnten den Außenrumpf elektrifizieren. Vielleicht schreckt das das Biest ab. Würde das uns nicht auch braten? Besonders, weil wir mit den Füßen im Wasser stehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Das Rütteln hört auf. Ich hatte das Gefühl, dass es klappt. Nächster Halt im Meeresboden. Yep. Ganz normal. This is it. Hier wären wir. Und völlig unverändert. Wenn du das sagst. Wenn ihr unter die Oberfläche zurückkehren möchtest, wir sind hier. Aber für den Moment seinen Schatz und überprüft den Rumpf auf Beschädigung. Vorsicht, das Ding könnte da draußen. Ja, das ist. Ich erinnere mich dran, dass das Ding vielleicht da draußen. Hi. Oh! Da bist du ja. Gut, für einen Moment dachte ich, du würdest mich nicht klopfen hören. Du hast uns alle in Gefahr gebracht. Was auch immer. Hör zu. Das ist wichtig, deshalb muss ich mit dir reden. Geht's um die vermissten Mädchen? Ich habe eine Idee für ein Videospiel. Stell dir vor. Da ist echt nicht die Zeit dafür. Hör mir zu, das ist großartig. Ich werde dann der Star sein und. Wir sind hier unten in extremer Gefahr. Dieser Ort ist die Heimat fauler Kreaturen, die sich an deiner Seele erfreuen werden. Weißt du, du hast recht. Ich zeige es dir besser. Ich muss es einrichten. Der Squid Baron ist auch auf dieser Insel? Als ob ich nicht genug zu tun hätte.
I like this music. Was ist der Tooltip? Nur der Champion der Legende kann alle drei Dark Run Balls finden. Patent angemeldet. Okay. Findet dann der 7 Dragon. Aber sind doch nur. Achso, ja. Oh. Ach, jetzt sind die hier auch schon 12, ja? Wow, das Vieh sieht so creepy aus. Phasendings, was kannst du? Wo bist du da? Oh, mehr Mulchding, hä? Huh? Okay, machen wir einen Kaktus raus. Come on. Bei wie viele Krabbenkarten habe ich eigentlich inzwischen? 4000? Holy shit, das geht so weit. So düster. Kann ich nicht Licht machen oder so? Da drüben. Das sieht so weird aus hier. Okay. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlaufe. No money. Refresh dance. Okay. Ich könnte mal einen Blick auf die Karte werfen. Will ich das? Ach, jetzt bin ich hier. Okay. Der Raum hier hat angeblich einen Weg oben raus. Ach so, ja. Da, wo das Wasser war. Ja, das ist das Wasser hier drüben.
Okay. Ich will runter. Jetzt erstmal links. Move it, Squid Baron. Muss die vermissten Mädchen finden, sofort. Ja, ich gehe dir aus dem Weg. Total, aber zuerst muss ich dir meine Idee zeigen. Stell dir das vor. Du spielst den kühnen und gewagten Squid Baron. Warum? Naja, Fantasieerfüllung. Wessen Fantasie? Deine. Psst, unterbrichst mich. Deine Aufgabe ist es, drei Dachgrundbälle zu finden, die hier versteckt sind. Laut der Prophezeiung bist du die Einzige, die die Bälle finden kann. Und das liegt daran, dass du das Mal des Champions unter deiner linken Hand trägst. This is dumb. Weißt du, zuerst mal schön Zelda genommen und dann zuerst mal direkt so Slap ins Gesicht. Ich bin ein Tintenfisch. Welche Hand ist meine linke Hand? Lerne es durch Praxis. Du findest die drei Dragon Bälle schon. Okay. Gut, wir müssen erstmal Dragon Balls finden. Das da unten ist tot. Ja, und so weit fliege ich nicht. Im Raum, nass. Oh, noch einer hiervon, ha? Huh? Okay, da kann ich nichts tun. Was heißt, ich will... Konnte ich da links weiter? Nee, das steht Squid Baron. Das heißt, ich kann nur da unten weiter. Quasi, ja, hier runter. Achso, ich habe keine Magic. Mermaid Chan. Nix. Okay. Oh, come on. Hier wenigstens wieder hoch? Nö. Muss quasi den ganzen Weg nochmal latschen.
Die stimmt ganz schön theatralisch. Ja, so muss das. Warte mal, geht's da hoch? Nope.